Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen hier wieder beim Euro Truck Simulator 2 mit mir, mit Duki von Abgefahren. Und wir stehen hier in Mannheim-Rümm, haben Auftrag abgeliefert, haben 90.000 Euro in der Bank und machen einfach direkt weiter mit dem Geld scheffeln. Und gucken einfach mal, was der Frachtmarkt uns so hergibt und so liefert diesmal. Schwuppdiwupp und von Mannheim aus geht's nach Benghazi. Libyen gibt natürlich richtig viel Asche. Hungarie, also Ungarn, ne? Genau. Algerien. Tiaret. Großbritannien. Boah, also da ist ganz schön weite Aufträge. Und Dortmund, der bringt natürlich nicht viel, aber den fahren wir mal eben. In der Hoffnung, dass wir im Pott dann kürzere Aufträge finden, weil ich habe nicht so viel Zeit, ehrlich gesagt. Ich muss zurzeit echt gucken und aufpassen, dass ich mit meiner Zeit hinkomme, so was das Aufnehmen angeht, weil, boah Leute, ey, wenn ich euch das erzähle, Mann. Also euch nervt das wahrscheinlich gar nicht so wie mich, aber mich hat es wirklich sehr genervt. Gran Turismo 6 ist ja da und allein die erste Aufnahme war schon ein Graus. Ich habe vorher natürlich ein paar Testaufnahmen gemacht, weil ich mich noch nicht so mit der Technik auskenne, mit der ich dann von der PlayStation 3 aufnehme und so. Und da war alles gut und hat alles auch schön geklappt und sah jetzt nicht wirklich berauschend aus, aber man konnte es anbieten, sag ich mal. Und habe ich anderthalb Stunden voll Freude gezockt und habe ja schon ewig auf das Spiel gewartet und wollte da dann direkt loslegen und einen Marathon starten, worauf ich auch wirklich Bock hatte und habe dann so nach anderthalb Stunden Aufnahme dann mal geguckt, dass ich das irgendwie schon mal gerendert kriege und wollte dann, ja bestimmt, die Ampel war rot, dann, sehe ich genauso, Spiel, sehe ich genauso. Ach, scheiße, 200 Euro weg. Na, ich wollte auf jeden Fall dann richtig loslegen, richtig viel zocken und so. Gehen wir erst noch schlafen. 4 Stunden 52, nee, gehen wir nicht. Das nehmen wir in Kauf, dass der Auftrag da so gut zeitlich ausgestattet ist, dass wir da nicht schlafen gehen brauchen. Hä? Scheiße, ist der schon weg von Dortmund? Also nach Dortmund? Hier kommen wir jetzt nur noch nach Cardiff. Sind wir denn hier falsch? Wir sind doch hier beim richtigen Auftragshändler, oder nicht? Ja, das ist der richtige. Ja, dann gucken wir nochmal eben auf den Frachtmarkt wieder. Was ist da jetzt? Vielleicht gibt es da schon andere Angebote. Mannheim, Benghazi, bla bla bla, Cardiff. Ja, der Dortmunder ist weg auf jeden Fall. Scheißen Dreck. Was machen wir denn dann? Fahren wir nach Cardiff? Aber das bringt auch nicht so viel. Nehmen wir doch eine längere Tour. Ist aber schon echt lange. 1200 Kilometer. Egal. Komm, machen wir. Sind wir mal so frei. Und jetzt muss ich natürlich wieder zur anderen Firma. Aber was soll der Geiz? Wir machen das jetzt. Oh, und tanken müssen wir auch, sehe ich gerade. Und hier fahren wir einfach mal feuchtfröhlich in den Gegenverkehr. Ich bin noch ein bisschen Citycar-Driving gewohnt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Weil da fahre ich gerade die Karriere und da kriegt man natürlich Strafpunkte und so. Jetzt muss ich mir erstmal hier wieder dran gewöhnen, dass man einfach mal Gas geben kann und es keinen interessiert. Und keine Strafpunkte verteilt werden, das ist doch schön. Hier hätte man links bleiben können. Naja, Gran Turismo 6 Aufnahme, ich habe anderthalb Stunden aufgenommen, wollte danach gucken, ob es zu Rendern geht. Wollte den Rendervorgang schon mal starten und während des Renderns weiter aufnehmen, weil mein Rechner ja nur die Stimme und das Videofile aufzeichnet, aber jetzt nicht so arbeiten muss wie bei Fraps, sag ich mal, ne? Und da habe ich mir dann halt gedacht, dass ich hier an dem Auftraggeber vorbeifahren. Nein, da habe ich mir gedacht, lässt du schon mal rendern nebenbei und dann habe ich es eingefügt in mein Renderprogramm und ist damit gar nicht zurechtgekommen. Also das hatte derbste Probleme und nicht mal ein Vorschaubild wurde richtig geladen und dann habe ich es versucht mit umkonvertieren, mit hier und da und hast du nicht gesehen. Ja, was im Endeffekt die Folge hatte, dass ich hier ziemlich knapp durchs Tor gefahren bin und unter anderem, dass die Aufnahme komplett verschüttet wurde und nicht mehr gebraucht werden kann. Auflieger steht bereit, den holen wir uns natürlich ab. So, und das heißt, ich durfte mich erstmal rechtfertigen in der nächsten Aufnahmesession, die ich gemacht habe, dass erstmal das ganze Material weg ist. Ich hatte so eine schöne Einleitung für Gran Turismo 6 und so und ist alles weg. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall einen Weg gefunden, nachdem ich, ey, bestimmt wohl, in den letzten 48 Stunden habe ich 38 damit verbracht zu rendern, ja, und auszuprobieren und hier zu gucken und da zu gucken, also so ein Scheiß könnt ihr euch nicht vorstellen.
Und ich weiß nicht, ob ich der einzige Trottel bin, der damit so Probleme hat. Und auch, dass die Qualität der Aufnahme nicht ganz so gut ist. Ich muss da vielleicht hardwaremäßig nochmal ein bisschen umsteigen. Hier links raus einmal bitte. Na komm, fahr doch. Fahr doch. Naja, auf jeden Fall habe ich dann endlich... Boah, jetzt haben wir fast hier den Ausgang gerammt. Das war nicht so klug. Habe ich letztendlich einen Weg gefunden, womit ich... ja, ich sag mal, wenn ich so 2 Stunden aufnehme, muss ich 1 Stunde extra investieren, um das mit einem bestimmten Gramm dann, bestimmten Programm umzukonvertieren. Und ab da kann ich dann den ganz normalen Rendervorgang fortsetzen. Oh, wir rammen hier gerade irgendwas. Das war aber nur der Bordstein zum Glück. Hey, wir sind ganz schön lang, kann das sein? Das sind doch eigentlich nur 3 Gabelstapler. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass ich, Fahren verloren. Gran Turismo 6 auf jeden Fall. Dass ich da auf jeden Fall Probleme mit habe, genau, was die Aufnahmequalitäten so angeht und so. Und ja, das war ein langer Prozess, dass ich jetzt aber auf jeden Fall... Also ich kann jetzt wieder ganz normal aufnehmen und zeitlich mich danach richten, dass es auch so klappt, wie es sonst immer klappt. Und dass da meine Erfahrungen ausreichen, um abschätzen zu können, wann ich jetzt wie was aufnehmen muss, um da nicht in Verzug zu geraten. Hochladen muss ich natürlich auch und da gab es so etliche Probleme und dann hat er auf einmal das Ausgabeformat irgendwie nur um 20 Pixel kleiner gemacht, dann fehlte mal oben oder unten ein Stückchen vom Rand, dann muss ich das wieder neu rendern und neu ausprobieren und ach, das war alles so nervig. Ich hatte, das kann ich ja erzählen, ich hatte 2 Folgen im Queue, in der Warteschleife. Na, jetzt haben wir den Motor abgewürgt hier. Komm schon, jawohl, bevor es hier wieder rot wird. In der Warteschleife und habe den Rechner dann so eingestellt, dass er nach dem Rendern runterfährt. So, und dann habe ich irgendwie 8 Stunden gesunden Schlaf gehabt und habe den Monitor dann wieder angeschmissen, weil ich halt gesehen habe, der Rechner läuft noch und habe ich schon gefragt, was soll denn das jetzt? Monitor angemacht und da war der immer noch beim ersten Video, was insgesamt nur 1/2 Stunde geht und da war der bei 2/3, glaube ich, und hat, da kannst du ja immer sehen, wo der, bei welchem Frame der gerade ist und war wirklich so bei einer Rate von 1 Frame pro Minute, die er da gerade gerendert hat, so, und das sind ja pro Stunde sind es 2 Sekunden, ja, aber wie lange soll das denn dauern, so? Ja, dann habe ich abgebrochen und hier rumprobiert und da rumprobiert und wirklich 1,5 Tage plus Nacht damit verschwendet oder damit aufgebracht, da irgendwie eine Lösung zu finden, ja, und jetzt klappt es halt, dass ich zumindest meinen normalen Aufnahmerhythmus beibehalten kann. Und da nicht viel mehr Zeit ins Rendern investieren muss. Weil während ich render, kann ich so Euro Truck Simulator oder City Car Driving oder Assetto Corsa kann ich da alles nicht aufnehmen. Das würde dann doch in zu starken Rucklern resultieren. Oder vielleicht sogar in Bildfehlern und so. Das ist alles suboptimal, deswegen. Ich habe auch noch 1 externe Festplatte, worauf ich dann schreiben kann und so. Oder beziehungsweise die ich dann beim Rendern nutzen kann, damit ich nicht alles über eine Platte mache, über die Hauptplatte. Ja, da müsste ich vielleicht hardwaremäßig noch ein bisschen aufstocken, aber so viel Geld will ich da jetzt auch gerade nicht rein investieren, sage ich ganz ehrlich. Es läuft ja alles noch so und ich habe ja jetzt zum Glück einen Weg gefunden, wo die Qualität nicht leidet und ich trotzdem Gran Turismo 6 Videos produzieren kann. Es war ein harter Kampf, so wie es immer ist, wenn man was Neues ausprobiert, gerade in diesem Bereich hier. Und ja, haben aber Glück gehabt, dass es jetzt halt so klappt, dass ich da einen Weg gefunden habe. Wie gesagt, kurz über lang musste aber doch eine etwas leistungsstärkere Capture-Karte her oder ein Capture-Device, Capture-Gerät, weil so die Qualität, die reicht mir nicht so wirklich aus. Sollen wir mal tanken gehen eben? Boah, ganz schnell entschieden, nicht mal geblinkt. Ganz frech, egal. Wir gehen aber trotzdem jetzt eben tanken. Zack und mach voll den Humpen für 1,25. Ja gut, wir sind natürlich nachher wieder in, stimmt. Wir sind nachher in, ne? Also in Afrika. So, und jetzt muss ich mal eben gucken, wo der Knopf ist, damit ich hier die Display-Anzeige durchschalten kann. Nee, alles falsch bis jetzt, alles falsch. Ich guck da mal eben schnell nach, um eine Information zu kriegen, was wir noch an Restkilometer übrig haben. Wo steht denn das? Anzeigenmodus Armaturenbrett I oder Y, alles klar. Zack. So, wir können 1600 Kilometer fahren. Das reicht auf jeden Fall aus bis Afrika.
Und deswegen tanken wir jetzt hier auch gar nicht mehr. Nur für die 200, 300 Euro, die wir jetzt gerade reingefüllt haben. Und dann werden wir definitiv in Afrika tanken. Beste Idee überhaupt, für 10 Cent sparen wir uns da so einiges weg und haben dann die rote Ampel, die wir am Anfang der Session überfahren haben, vielleicht sogar schon wieder raus. Schön, 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 schön. Was heißt vielleicht? Garantiert. Ja, also das ist ein Zehntel, was wir da an Sprit bezahlen. Ja, ist schon schön. Gar noch ein bisschen weniger, aber ich habe jetzt keinen Bock umzurechnen. Naja, Gran Turismo 6. Ich freue mich auf jeden Fall in Köttel, dass ich das jetzt endlich zocken kann und habe da auch schon eine lange Aufnahmesession jetzt hinter mir. Das muss dann alles gerendert und hochgeladen werden und so. Und das Blöde ist, dass ich halt, wenn ich eine Folge am Tag rausbringe, auch wenn die eine halbe Stunde lang ist, zwei, drei Stunden mal am Stück zocke, so, und dann habe ich aber schon wieder 6 Tage, in denen Folgen kommen und dann kann ich ja eigentlich nicht zocken. Ich will ja nicht so weit im Vorlauf aufnehmen, falls da irgendwie Patches kommen oder so. Ja, und da kann ich halt nicht so... Ich kann quasi jetzt durch die Aufnahme weniger zocken, als mir lieb ist, weil ich euch natürlich auch alles zeigen möchte. Oder denen zeigen möchte, die Gran Turismo 6 interessiert. Vielleicht sollte ich auch gar nicht so viel darüber quatschen im Euro Truck Simulator 2 Let's Play. Aber ich sehe das immer so als kleine Quasselrunde. Kann man mal so seine Neuigkeiten austauschen und einfach mal ins Dunkle hinaus erzählen, was einem so passiert ist. Zum Beispiel, dass ich gestern schleppen musste. Ich habe gestern im K&K 16, ich wiederhole 16, in Worten 1,6 Kisten Bier gekauft. Ja, die kleinen 0,33er Flaschen, aber trotzdem halt 16 Kisten. So, und hier steht eine kleine Party an. Meine Schwester heiratet standesamtlich und danach geht es dann irgendwie bei uns oder zu Hause dann quasi im Elternhaus, wird da gesoffen, was das Zeug hält. Nein, natürlich nur so mit ein paar Mann, ne, und ein paar Bier. Deswegen braucht man auch 16 Kisten. Es wird kein großes Fest. Außerdem steht ja auch noch Silvester vor der Tür und Geburtstage stehen auch noch vor der Tür. Und K&K hat ja die Aktion, dass es bei jeder Kiste Bier irgendwas dazu gibt. Und die Kiste Bier war auch gerade noch im Angebot und so. Und da haben wir direkt zugeschlagen. Und da hat meine Mutter mich angerufen und Bescheid gesagt, hier, komm mal schleppen. Und dann musste ich schleppen. 16 Kisten Bier, hör mal. Ja, eine Kiste... 24 Flaschen, 0,33 Liter, das sind doch so 8 Liter, 9 Liter. Haut das hin? 8,9 oder so, oder 8,6 oder so. Naja, auf jeden Fall, das da mal 16, ne? Machen wir 140 Liter oder was? Ah, ich kann nicht rechnen. Egal. Auf jeden Fall Sattung genug. Da werden wir alle wohl keine trockene Kehle kriegen. Wurde ich auf jeden Fall blöd angeguckt. Meine Mutter hatte das Ganze schon vorarrangiert, dass die auf so einem Wagen standen, auf diesen, ja, Lagerrollwagen quasi oder Rollwägen, die da immer rumstehen in so einem Einkaufsladen, wenn die dann mal gerade Ware gekriegt haben und so. Auf jeden Fall standen da schon die Kisten parat. Ich musste nur unser Auto an die Laderampe quasi fahren, ans Türchen und dann durfte ich schleppen. Ja, schön ist es. Wir fahren übrigens wieder in der Nacht, wie man sieht. Samstagnacht um 0.15 Uhr. Alle sind am Feiern, wir sind am Trucken und sehen die Sterne. Schön. Schön, 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 schön. Wir müssen hier links rüber. Und mir ist schon wieder aufgefallen, dass während ich hier erzähle, ich keinen Dunst habe, wie der letzte oder die letzten paar Kilometer der Strecke jetzt ausgesehen haben. Wir müssen auf jeden Fall gleich mal schlafen gehen, das darf ich nicht aus den Augen verlieren. Und außerdem müssen wir auch nach Geschwindigkeitsbegrenzung Ausschau halten. Es kann sein, dass ich jetzt gerade die eine oder andere überfahren habe und wir einfach nur Glück hatten, dass wir nicht geblitzt wurden. Noch 2657 Kilometer, da würde der Sprit natürlich nicht reichen, aber da liegt ja noch eine gewisse Entfernung, eine Entfernung durch die Fähre, ja, die wir da zurücklegen müssen und die sind natürlich noch mit dabei und mit da drauf und deswegen steht da auch noch 48 Stunden, das ist natürlich viel zu viel. Zumindest müssen wir die nicht alle abreißen, ja, wir können uns da schön auf der Fähre gemütlich hinflezen und ich hoffe mal, dass wenn wir jetzt
pennen gehen, dass es dann auch reicht bis zur Fähre. Aber das müsste doch eigentlich, oder? Also ich werde auf jeden Fall jetzt das Schlafengehen so lang wie möglich ausreizen. Wir können ja schon mal uns informieren. Hier scheint eh nicht so viel zu kommen, was nach einer Pennmöglichkeit aussieht. Ich mach das mal eben so. Dann ist das schöner. Sieht man hier eigentlich auch so den großen Wagen? Den großen LKW? Oder den kleinen LKW? Wie schwer sind die Gabelstapler denn eigentlich? 14 Tonnen, das geht ja noch. Die ziehen wir doch mit links nach Benghazi und streichen uns 50.000 Euro ein. Und dann würde ich mal ganz klar schon eigentlich unterstellen, dass wir genug Geld für einen günstigen Truck und für einen günstigen polnischen Mitarbeiter haben. Nein, natürlich für einen hochwertigen, ausgebildeten polnischen Mitarbeiter, der immer noch günstig ist. Hey. Nein, Quatsch. Also, ist natürlich alles Laberei. Wir gucken, dass wir irgendwie, obwohl, sollen wir vielleicht in der Heimat zum Jobcenter gehen und da mal die Leute ein bisschen, oder den Leuten ein bisschen Arbeit verschaffen, dass wir unsere Heimat pushen und es da besser geht. Zu Hause gehen wir hier schon schlafen. So viele Fragen. Nee, ich glaube, wir gehen noch nicht schlafen. Wir müssen uns noch ein bisschen ausreizen, weil ich mir echt noch nicht im Klaren bin, ob es dann reicht von hier bis nach Italien, wo wir da auf die Fähre müssen, wo wir dann endlich wieder schlafen können. Fehlt mir noch ein bisschen so die Erfahrung hier so nach 80 Folgen circa. Was ein bisschen traurig ist vielleicht. So, und ich hoffe, wir haben Glück und da kommt noch eine Pennmöglichkeit. Sonst müssen wir hier noch irgendwie am Standstreifen knacken oder so. Das wäre natürlich scheiße. Oh ja, oh ja. Jetzt habe ich mir natürlich einen Floh ins Ohr gesetzt, der mir die ganze Zeit sagt, oh, oh, das reicht nicht, das reicht nicht. Halt's Maul, Florian! Nein, das wird schon passen, das wird schon reichen.